Willkommen zurück zu Trials Evolution. Ich habe gute Nachrichten, und zwar ist endlich die magische 15 Minuten Schallmauer gefallen. Der Schlagbaum wurde hochgeklappt, der Kanal ist bestätigt. Das heißt, ich muss jetzt Folgen nicht mehr zwangsläufig nach 15 Minuten beenden, sondern kann mir schön Zeit lassen. Ich muss gerade nochmal das Fenster verschieben. So, jetzt passt alles perfekt. Ich sehe den Timer, ich sehe, ob die Aufnahme läuft. Alles gut, ich hoffe, der Game-Sound funktioniert wieder. Das hat gerade eben beim Test nicht so richtig funktioniert, aber ich vertraue jetzt mir selbst einfach mal. Und ich würde sagen, zur Feier des Tages gehen wir erstmal einkaufen. 65.000 muss man ausgeben. Erst den Fahrer oder erst das Motorrad? Das Motorrad. Die Skorpion. Und Stoffteile. Gut, Flügel vorne. Oh Gott, wir haben viel zu tun. Aha, mit Muster. MX-Kotflügel, aha. Ich würde sagen, das hier oder mit dem... Obwohl, das ist ein bisschen übertrieben mit dem Riesentotenkopf. Dann nehme ich doch lieber das hier mit dem kleineren Muster. 5000, komm, kaufen. Yay! Kotflügel hinten. Auch wieder mit Muster. Komm, dann nehmen wir auch wieder das, dann haben wir im Set quasi. Kaufen. Tank. Okay, Tank können wir nicht. Seitenverkleidung, hey, und wieder mit Muster. 20.000 für eine Seitenverkleidung ist ein bisschen übertrieben, oder? Wobei, ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nicht, wie das normalerweise läuft. Ja, komm, nehmen wir mal die hier. Das Ganze ist teurer, als ich es mir vorgestellt habe. Gabelmanschetten. Komm, hier nehmen wir jetzt mal einen Totenkopf. 2.500 ungefähr. Rahmenteil können wir nicht. Scheinwerfer können wir nicht. Rahmenverkleidung können wir nicht. Griffe können wir. Und wir können uns einen Schützer davor machen. Komm, das machen wir mal. Dann hauen wir uns nicht mehr so übel die Hände an. Metallteile. Auspuff können wir nicht. Rahmen können wir nicht. Schwinge können wir nicht. Motor können wir nicht. Leitrohr können wir nicht. Vorderrad können wir. Verstärktes Rad. Das sieht ja cool aus. Leichtmetallrad. Gesperrt. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das verstärkte Rad. Das sieht, okay, nicht groß anders aus, aber kann man ja mal machen. Ich glaube aber, das bringt keine Performance-Vorteile. Ich glaube, das Rad hält dann nicht mehr aus. Hinterrad. Komm, nehmen wir auch mal das verstärkte Rad. Gabel und Lenker können wir nicht, okay. Zubehör. Bank können wir nicht. Okay, jetzt haben wir unser komplettes Geld fürs Motorrad ausgegeben. Aber wir haben noch 5.500, würde ich sagen. Gehen wir noch kurz zum Fahrer. Kopfbedeckung. Nee, komm, da lasse ich den Zylinder. Raumanzug. Ach stimmt, das wollte ich ja auch noch sagen. Ich habe den Raumanzug freigeschaltet. Mit, Uplay Points. Stimmt ja, stimmt ja. Probieren wir den mal aus. Raumanzug. Komm. Total bescheuert. Raumanzug, Hose. Hände. Raumanzug, Handschuhe. Und Füße. Raumanzug, Schuhe. So. Wir sind jetzt der Weltenreisende. Hatten wir einen Stopp gemacht? Ich glaube hier. Lateralschaden. Kraftwerk, genau. Würde ich sagen, wir probieren das mal aus mit unserem brandneuen Raumanzug. Vorsicht auf den Wartungsbrücken. Warum? Ist gerade irgendwie Wartung oder so? So. Wir nehmen unser brandneu ausgestattetes Motorrad. Ich glaube aber nicht, dass das irgendwas bringt. Ich glaube, das ist nur optisch. Und wenn es nur optisch ist, dann ist das viel zu teuer dafür. So. Kopfhörer gerade ein bisschen laut eingestellt, aber ist noch erträglich. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding manövriert nicht mehr so gut wie auch schon. Oh. Habe ich zu spät gesehen, dass da eine Wand ist. Aua, aua, aua. Nochmal. Wir haben ja Zeit. Ich habe mir ja Zeit lassen diesmal. Sieht so bescheuert aus mit dem Raumanzug. Sieht aus wie auf einem fremden Planeten. Fremder Planet gefunden, erstmal eine Runde Motocross fahren. So muss das sein. Wäre auch eine Idee für den Mars. So, diesmal hier hoch. Nein, nein, nein. Ach,
Jetzt hör doch auf, dich nach vorne zu lehnen, Junge. Also, alles nochmal. Hier runter, hier hoch, hier rüber. Den Mond bewundern im Hintergrund. Übertrieben große Landschaft im Hintergrund angucken. Ah, hier hoch, hier hoch. Nein, 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 nein. Nein, das gibt's doch gar nicht. Das ist dein Ernst jetzt. Ich drücke jetzt noch einmal O. Danach reicht's. Danach habe ich endgültig genug davon. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Ist gut, ich habe verstanden. Die Botschaft ist angekommen. Liebes Spiel. Ab und zu glaube ich, das Spiel hasst mich. Entweder ist das so rum oder ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Jetzt fahr doch hier hoch. Was ist denn das Problem? Dann jetzt langsam hier hoch. Endlich. Oder auch Zeit. Jetzt häng ich. Das ist doch nicht dein Ernst! Komm mal hier hoch. Alles gut. Alles gut. Alles Bingo. Der neue Renault Twingo. Hier rüber. Mein Kopf. Aua. Die Waffe. Und er lebt immer noch. I. Ah, dann nochmal hier hoch, nochmal hier rüber, nochmal hier hoch. Nuschel, nuschel. Und Abflug. Whee! Wie tief denn noch? Aua. Und er schreit noch so behindert. Neuer persönlicher Rekord, speichern. Du darfst jederzeit speichern, danke. Silbermedaille. $1555, $310. Okay, ja. In Anbetracht der Tatsache, was wir ausgegeben haben, waren das zwar Peanuts, aber egal. Naturfreak. Mittel. Bäume sind auch Lebewesen. Lieber Regenwald. Lieber Regenwald, Abholzer. Kette ich mich jetzt an einen Baum und versuche ihn zu retten, oder was? Ah ne, wir fahren einfach nur durch ein Sägewerk. Was ist schon wieder los ist? Wer sprengt die ganzen Bäume? Und warum lege ich mich jetzt hier drauf? Und besteige den Baum. Ich glaube, der Typ ist ein echter Naturliebhaber. Ich möchte eigentlich gar nichts weiter zu wissen, was er da mit seinem. Der mit Baum und Borke anstellt. Wie geht. So, hier rüber. Checkpoint. Nein, 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 nein. Ach mal. Nochmal das Ganze. Ah, hier hoch, den Baum umschubsen, rüber über den Baum. Mit dem total blöden Raumanzug, der immer noch bescheuert aussieht. Aber irgendwie cool. So wie der Motocross-Fahrer von der anderen Welt. So, hier hoch. Nochmal über den Baum. Dieses Level nutzt eine exzessive Anzahl an Bäumen. Beziehungsweise an Baumstämmen, das sind ja keine richtigen Bäume mehr. Ach, und ich habe übrigens gerade I gedrückt, ne? Ich habe inzwischen, das ist schon. Da verlässt mich ab und zu die Lust. Und. Was macht er? Was? Warum? Okay. Wir lernen daraus, ich bin zu schnell hier drauf gefahren und wurde daher von diesem komischen Kran aufgegessen. Allmählich verdaut. Nein, nein, nein. Ah, das hätte so schön werden können. Nochmal. Man merkt wirklich, wie die Levels inzwischen viel, viel schwerer werden. Nein, 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 nein. Wir schaffen es nicht bis nach oben. Nein, nein, nein. Das gibt's doch gar nicht. Dieses Level mit seinen vielen Bäumen. So, jetzt hoch hier. Ziel. Jetzt passiert doch irgendwas. Ja, ich warte. Dramatischer Zoom. Es passiert nichts. Okay. Bronzemedaille gewonnen. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Da hinten hat sich gerade irgendwas umgefallen. $650, $320, neuer Wettkampf. Schön. Sumpffieber. Warnung. Für die Sauberkeit des Wassers wird keinerlei Gewehr übernommen. Also das heißt, im Wasser befindet sich kein Gewehr, keine Flinte.
So. Igitt. Sieht wirklich aus wie ein Sumpf. Da passt ja mein Raumanzug. Da muss ich die Gase nicht einatmen. Das ganze Ammoniak, aber. Das bringt mir aber nicht viel, wenn ich halt nicht fahren kann. Irgendwie sieht das Motorrad cool aus mit seinen neuen Teilen. Geht. Was ist das denn jetzt? Saurer Regen? Nee, nicht saurer Regen. Sumpfregen. Aua. Und ich lege mich erstmal dazu. Wie schnell der Wetterumschwung gerade war. Hier ist noch schön sonnig. Und dann wird es ein wenig roter und dunkler und schmerzhafter. Scheiße. Nochmal. Also wie gesagt, hier ist alles noch schön sonnig. Alles tipptopp. Hier rüber. Und dann urplötzlich fängt es an zu regnen und der Himmel wird rot. Da stimmt doch was nicht. Nochmal. Was hängen hier für komische Kugeln von der Decke? Mit ihren Stacheln dran, das ist nicht gefährlich. Lief ja großartig. Aua, voll ins Gesicht. Aua. Oh oh. Aua. Kleine Massage. So, hier rüber, komm, das muss doch möglich sein. Jawohl. Ja, runter. Durch den Sumpf. Verdammt. Also alles nochmal, hier rüber. Es wird wirklich exponentiell schwieriger. Schwieriger meine ich natürlich auch. Ja, das tat weh. Der persönliche Rekord speichern. Ich weiß nicht, warum das heute so lange dauert. Geht doch. Bronzemedaille. Naja. $675, $335. Trutzburg. Erstürme die Burg. Okay. Nehmen wir hier Chivalry oder was? War of the Roses? Also wir erstürmen die Burg mit Motorrädern. Passt genau in das Szenario. Das gibt's doch gar nicht. Es beginnt immer mit einem komischen Tanz. Sieht irgendwie... Naja, okay. Ich sag das jetzt lieber gar nicht. Hier rüber. Aha, ja. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Ledermäuse? Nochmal. Wo ist Batman? Ja, das sind nicht wie Fledermäuse. Ja, da hinten. Im Hintergrund waren gerade Fledermäuse. So, hier hoch. Wir erstürmen die Burg. Erstmal mit dem Kopf auf den Stein und dann hinten die Schwinge vom Motorrad. Oder nicht die Schwinge, den Sattel vom Motorrad 90 Kreuz gekriegt. Doch was macht er eigentlich? In seinem Kopf ist immer Party. Party! Hä? Hä? Wo zum Teufel bin ich gerade? Ich bin durch die Welt gefallen. Naja. Jetzt fahr da rüber. Herrgott. Hier runter. Nein, nein, nein! Nein. Ha! Gerade noch den Checkpoint geschafft. Ich schwinge überall diese Kugeln durch die Gegend. That's what she said. Das ist doch nicht wahr, was ist denn heute los? Also ich wusste ja, dass es schwer wird, aber so? Beziehungsweise nicht schwer, aber so oft wiederholen müssen? Komisch. Oh oh. Ich hab's kaum gesehen. Aua. Also hier rüber. Wie lange dauert das Level denn noch? Wir sind ja schon ewig weit gefahren. Voll aufgespießt. Rette mich. Rette mich. So. Nochmal. Aha. Ziel. Oh oh. Katapult. Nein. Warte, ich kann ihn nicht mehr bewegen. Wir haben... Die Burgmauern leider knapp verfehlt. Vielleicht trifft das Motorrad irgendwas. Bronzemedaille. 700 Dollar, $345. Naja. Nächstes. Ja. Das könnten wir jetzt zwar noch machen, aber das Ende von dieser Strecke passt eigentlich perfekt für 15 Minuten Marke. Trotz der Tatsache, dass ich sie überschreiten darf. Was genau jetzt passiert ist,
Dennoch möchte ich das hier erst in der nächsten Folge machen. Bis dahin, ciao.